So, hi Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal und ich bin zurück mit Far Cry 5 und natürlich dem ersten DLC zu Far Cry 5, Hours of Darkness, dem Vietnam DLC. Und ich bin jetzt wirklich sehr gespannt, was wir alles dort natürlich sehen werden. Ich spiele den natürlich blind, also ich habe keine Ahnung, was uns erwartet. Ich weiß auf jeden Fall, dass es viele neue Waffen geben wird. Natürlich dem Setting entsprechend wird es da neue Waffen geben und dann natürlich auch viele andere neue Fähigkeiten, die man dann bekommen kann. Es ist natürlich auch dann eine komplett neue Karte im Spiel. Ihr habt dann im Hauptmenü unter dem Menüpunkt Erweiterungen die Möglichkeit, auf den DLC zuzugreifen. Es gibt dann auch drei verschiedene Schwierigkeitsgrade, die werdet ihr auch gleich noch sehen. Und ja, ich freue mich sehr auf den DLC, denn ich finde cool, dass der Season Pass jetzt drei verschiedene themenbezogene DLCs hat. Es ist ja zuerst Vietnam, dann wird es auf den Mars gehen und dann wird es Zombies geben. Und das ist auch alles immer mit dem Hauptspiel verbunden. Das bedeutet, dass ihr natürlich zum Beispiel dem einen Typen, für den ihr die Vietnam-Feuerzeuge gesammelt habt, für den jetzt hier diese Vietnam-Mission macht und dann natürlich für die anderen Charaktere, für die man die anderen Dinge gemacht hat, dann auch natürlich die anderen Missionen wie Mars und dann die Zombie-Mission. Und ich bin wirklich sehr gespannt jetzt auf Vietnam. Es wird viele neue Waffen natürlich geben, wie die M16 und natürlich auch die Dragunov-Sniper und so weiter. Also da gibt es viele neue Waffen natürlich, die man ins Spiel bekommt. Und ich bin jetzt sehr gespannt drauf, wie das werden wird. Ich werde natürlich wie immer in einzelnen Gameplay-Elementen dann zu euch sprechen. Ansonsten lasse ich euch natürlich mit dem Spiel alleine, um euch die Atmosphäre natürlich auch spüren zu lassen. Und dann wünsche ich euch jetzt viel Spaß mit Far Cry 5 Vietnam DLC Hours of Darkness. Lass uns loslegen. Bis später. Im Krieg kann man nicht immer entscheiden, wer lebt und wer stirbt. Man kann nur zu seinen Brüdern stehen. Komme, was wolle. Und wenn man Glück hat, kommen alle lebend nach Hause. Ich hatte eine gute Crew, eine der besten. Wir waren Brüder. 3 Kilometer noch, Feuer einstellen. Hilfsbereit, meldet vor. Scheiß Chavez. Der Typ stand ständig unter Strom. Hatte die Wahl zwischen dem Knast und der Armee. Und der Vollidiot hat sich für die Armee entschieden. Hör auf zu lesen, Jucke. Du verpasst den Krieg. Der Krieg ist vorbei, Chavez. 30 Sekunden, LZ, das heißt. Bete für mich, Moses. Bete, dass ich Juckel nicht aus Versehen erschieße. Dafür brauchst du ein göttliches Wunder, Bruder. Aufpassen, Männer! Es geht los! 5-2-5, übernimm das Feuer an der Baumgrenze auf 1 Uhr. Ich hatte den Finger immer am Abzug. Deshalb nannten sie mich... Cowboy! Einziehen in ein! Aufpassen, die haben deinen Kaliber 50! Das ist ein Hinterhalt! Achtung, Achtung! 5-2-5! Wir setzen ab! Im Krieg steht man zu seinen Brüdern, egal was auch passiert. Und wenn man Glück hat, kommen alle lebend nach Hause. Mission? James Kenneth, Sergeant der US Army, Dienstnummer Romeo Alpha 4-6. No! Tell me or you die! James Kenneth,
Sergeant der US Army. No. Dienst. Tell me now. Look, you are busy. See it already. Get to bed, my toy. Sarge. Tu mir einen Gefallen, Cowboy. Sag meine. Sarge! Come back, day. To tell him, eh? Es tut mir so leid. Dein Freund. Not a late hope. Es tut mir so leid. Wie zum Teufel sollen wir hier nur rauskommen? Verstehst du, was die da gerade sagen? Es gibt einen Panther hier in der Gegend. Sie wollen deinen Freund in den Dschungel schleifen und zurücklassen. Es tut mir leid. Bastarde. Euer Helikopter ist in der Nähe. Er brannte zu stark, als sie euch fanden. Sie wollen noch einmal davon gehen. Flugzeuge! Das sind unsere! Scheiße! Heli erledigt. Mỹ đang tấn công chúng tôi. Nhắc lại đi. Tín hiệu bị ngắt quãng. Nhắc lại đi. Đây. Dạo này giờ về đen. Yes, Python 25. Hört mich jemand? Python 25, Empfang ist klar und deutlich. Hier ist Firebase Echo. Ein Schwarm Navy-Jäger hat ihren Absturz 5 Klicks westlich von uns gesehen. Wir haben alle Hände voll zu tun. Sie müssen zum Ausfliegen zu uns kommen. Diese Navy-Jets haben gerade feindliche Stellungen einen halben Klick von ihnen entfernt platt gemacht. Also seien Sie vorsichtig. Verstanden? Verstanden. Ich komme zu euch. Python 25 Ende.
So, wir haben jetzt auch so gut wie das Intro abgeschlossen und ihr habt schon gesehen, es gibt natürlich jetzt hier nicht einen Shop, so wie im Hauptspiel, dass man da seine Waffen upgradet und so weiter. Nee, man muss hier in dem Spiel wirklich seine Waffen selber suchen und seine Ausrüstung natürlich auch. Man muss gucken, dass man zum Beispiel Pflanzen sucht und die dann plündert, damit man seine Erste-Hilfe-Kisten bekommt und dann natürlich auch die ganzen anderen Sachen wie Granaten und so weiter, die muss man selber finden. Also man kriegt hier nichts hinterhergeworfen oder sonst irgendwie durch einen Laden, dass man das sich kaufen kann, sondern man muss hier wirklich alles selber finden. Und ich finde das wirklich sehr cool. Das hat ein bisschen so einen Survival-Aspekt und wir werden jetzt natürlich gucken, wie es weitergeht mit dem DLC und dann schauen wir mal, was uns als nächstes so erwarten wird. Bis gleich, Leute. Chúng ta phải tung dùng bọn lính. Còn ra tòa giám cổng những... Giờ thì đến chuyện gì nữa đây? Wir haben ein Jagdgeschwader im Anflug. Es gehört Ihnen, wenn Sie wollen. Falcon 02, geh nach dem Abwurf auf 900 Meter. Sorry, Python 25, wir können das Ziel von hier nicht treffen.
5. Ich habe ein feindliches Camp neutralisiert. Mögliche Ziele haben. Schicken wir ein paar Jets vorbei. Python 2-5, wir haben einen Funkspruch abgefangen. Drei von Ihrer Crew leben noch. Sie wurden gefangen genommen. Klingt, als werden Sie an verschiedenen Orten festgehalten. Das Gebiet ist mit Außenposten und Flaks durchzogen, also ist Vorsicht geboten. Wenn wir mehr hören, geben wir es weiter. Viel Glück, Kumpel! So, wie ihr hier seht, haben wir auch noch verschiedene Herausforderungen, die wir machen können. Drei Gefangene befreien zum Beispiel oder Verbündete und dann natürlich noch Feuerzeuge finden, Flakgeschütze ausschalten. Also auch hier hat man wieder mehrere Möglichkeiten, was man alles machen kann, um natürlich 100% den DLC abzuschließen. Ich finde das immer richtig cool und macht wirklich sehr viel Spaß, das auch zu erledigen. Und dadurch hat man natürlich dann wieder ordentlich Umfang, was man alles tun kann. Und es bietet einem genügend Abwechslung, um eben in dem DLC auch genügend andere Dinge zu tun zu haben. Ja, es geht gleich weiter mit dem Spiel und dann werde ich euch später wieder sprechen, wenn wir etwas Neues haben, was ich euch sagen kann zum Gameplay. Bis dann.
im Dreier durch! Sag diesen Kampfpiloten, dass ich die Flak extra für sie zerstört habe. Sie suchen die Ziele, wir schicken die Luftunterstützung. Python 25, danke, dass Sie diese Kanone ausgeschaltet haben. Die Navy-Aufklärung hat uns gerade Echtzeitdaten geschickt. So, wir haben jetzt hier das erste Flak ausgeschalten und ich finde es auf jeden Fall sehr cool mit diesen Perks. Je mehr man schleicht, umso mehr schaltet man frei. Es werden dann automatisch Leute markiert, man macht mehr Schaden zum Beispiel und man wird auch auf Distanz Leute markieren. Ich finde das wirklich sehr cool und auch diese Nebenaufgaben, wie gesagt, jetzt konnten wir das Flak ausschalten. Das hilft dann, dass man zum Beispiel, wenn Luftangriffe kommen und so weiter, dass die nicht abgeschossen werden und dass man natürlich die Gegnerstärke reduziert. Aber man muss hier wirklich sehr aufpassen, muss auch die Gegner markieren und man hat hier jetzt wirklich nicht so viele Möglichkeiten, weil man natürlich alles selber finden muss. Aber dennoch finde ich das ganz cool. Es hat einen wirklich coolen Survival-Aspekt und das macht das Ganze natürlich ein bisschen cooler, finde ich persönlich, als Far Cry 5, weil ich mag dieses Survival. Und ja, wir werden uns weiterhin anschauen, wie es jetzt weitergeht und was als nächstes uns erwartet. Und dann hören wir uns später wieder. Bis dann, Leute. Thank you.
sẽ cố gắng ngủ nếu có thể. Trương Di Thế.
Firebase Echo, hier Python 2-5. Ich habe ein Feindlager neutralisiert. Aber schnell, bevor sie sich sehen. Firebase Echo Python 2-5. Private Chavez ist bei mir. Er lebt und ist wohlauf. Herausragend, Python 2-5. Wir warten auf Sie. Schon, das war's. So, wir haben unseren ersten Gefangenen befreit und der dient uns jetzt natürlich als Verbündeter. Wir können jetzt mit ihm zusammenarbeiten. Man muss aber aufpassen, wenn er stirbt, ist er auch für immer tot. Der kommt dann nicht mehr zurück. Und deswegen sollte man schauen, dass man diese Leute immer wieder wiederbelebt natürlich und guckt, dass man auf sie aufpasst. Aber die unterstützen einen natürlich und helfen einem beim Feuergefecht und das finde ich sehr cool. Es gibt noch zwei weitere, die man retten kann und die werden wir uns jetzt vielleicht als nächstes holen. Und wir hören uns dann wieder später. Bis dann. Ich hasse einfach die Nächte hier draußen. Weißt du, ich hatte die Wahl zwischen Knast und dem hier. Und ich Depp nehme die Arme. Đừng dừng tay lúc này.
Gesellschaft! Da sind sie! Genau die Scheißbirne! Aus die Arschlöcher. Những chạm nhờ chiến công của chúng ta tiến lòng quá chứ.
Gib mir Deckung! Keine Ahnung, wie viele. ¡Viva!
tại sao chúng vẫn còn sống? Chuyện này thật điên khùng. Tại sao chúng ta không bắt bọn tù nhân làm việc này? Chuyện gì thế? American! Help! I'm on your side! Thank you! Let me tell you something. Python 2-5. Ein Gefangener wurde lokalisiert und befreit. So, ich komme jetzt dann langsam auch zum Ende mit meinem Kommentar zu einer Stunde mit. Ich hoffe, es hat euch bis hierhin gefallen. Ich finde den DLC wirklich, wirklich sehr gut gemacht und finde, dass der richtig coole Atmosphäre rüberbringt. Also diese Vietnam-Atmosphäre kommt wirklich sehr gut rüber. Wir haben jetzt gerade auch noch einen Kernel ausgeschaltet. Das kann man natürlich auch machen. Und dann finde ich eigentlich, das macht riesengroßen Spaß. Also auch das mit dem Survival-Aspekt, dass man sich seine Waffen selber suchen muss und so weiter. Man hat dann natürlich dann auch noch die Wahl immer wieder, dass man die Waffen wechselt bei Gegnern und so weiter, dass man die aufsammeln kann. Aber es ist nicht so, dass man jetzt hier rumrennt und die One-Man-Army-Show macht. Es kommt natürlich auch darauf an, welchen Schwierigkeitsgrad man spielt. Ich werde es auf jeden Fall auch noch auf dem höheren Schwierigkeitsgrad machen. Nicht nur, um die Trophäe zu freizuschalten, sondern auch natürlich, um mir eine Herausforderung zu stellen. Aber nichtsdestotrotz finde ich den DLC wirklich sehr gut gelungen und ich hoffe, es hat euch auch gefallen und wünsche euch natürlich auch viel Spaß beim DLC. Danke euch wie immer fürs Zuschauen, würde mich auch über einen Daumen nach oben freuen und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Bis bald, euer Monster. Thank you.
Liu Kang, you said be low. Tôi đi đây! Gặp cho tôi! Python 2-5, Falcon 0-1, Krallen ausgefahren. Nimm